Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech 4 mit Captain Protus, Baldrio und Roy Schneider. Hallo. So, wir haben ein wenig hier umgebaut, aufgeräumt und sonstige Sachen gemacht. Waren auch nochmal wegen meinen. Und haben uns mal eine kleine Bastelecke gebaut. Die haben wir schon wegen automatisiert, die nicht. Das werde ich aber auch noch zeigen, wie das alles funktioniert. Hier hinten haben wir dann unsere Gregtech-Erze drin, unsere ganzen Kristalle und sonstigen Kladderadatsch. Hier haben wir Platten drin, Nuggets und die Ingots, die ersten. Und hier den Dust, den kleinen Dust und den restlichen Schrott haben wir hier. Wie ihr seht, ich war ein wenig Obsidian holen, haben wir mittlerweile 67 Stück. Weil ich schätze mal, wenn ich die 67 Stück in der Aufnahme abgeholt habe, dann hättet ihr mich killcalled oder so. Ja, wäre eine kurze Aufnahme gewesen. Ja. Mich hier Überlänge gestrichen. So, was wollen wir heute tun? Also ich will mir auf jeden Fall mal bessere Werkzeuge machen. Denn ich finde es beschämend, dass ich hier noch mit Flint Hatchet, Flint Mattock und Flint Schaufel rumrenne. Das aber denn? Mehr als Eisen habe ich auch nicht. Jo, ich nehme mir erstmal Flint raus. Ja, und vor allem, wir möchten auch mal ein größere Tools haben. Ja, bitte. Ich will einen Hammer haben. Ja, den Hammer kannst du dir selber bauen. Och Mann. Ich bin hier nicht deine Lotte oder so. Ah, so, wir sind auch, oder ich bin auch ein wenig rumgelaufen, kann ich mal zeigen. Ist schon wieder dunkel draußen? Ach nee, wir sind in der Höhle. Ich gehe mal nach außen, das sieht man es besser. J. Ja, man sieht, ich war ein wenig unterwegs. Ich habe großes Rammerbaum. Habe ich extra so mit Klardeutsch gesprochen. Gefunden, dann war ich mal hier unten. Da unten habe ich ein paar Slimeballs geangelt. Hier hinten ist ein schönes Dorf, da müssen wir auch mal irgendwann hin. Ja, und da hinten, wie gesagt, sind schöne große Bäume, da wollen wir Holz haben, aber nicht mit einer normalen Axt. Weil wenn sie nicht gestorben sind, dann axten sie noch heute. So, ich habe schon mal die ersten Casings auch umgeswitcht auf das, was wir brauchen. Also auf jeden Fall für die Lumber-Eggs. Gut, das Buch habe ich momentan einstecken, denn bei der Axt muss man wissen, wenn man Durability geht, die Platte und die Head, also der Kopf, müssen als auf Durability ausgehen und die anderen zwei auf Modifier, dass man eine richtig gute Durability hat. So, was braucht man jetzt nochmal alles für Alumite? Man braucht Eisen. Man braucht Obsidian, haben wir drin. Was braucht man noch? Aluminium, ne? Ich glaube, ja. Aluminium. Ja, haben wir irgendwas. Bald aber nochmal gucken. Ja, schmeißen wir mal 10 Stück rein. Ja, also Alumite hätte ich auch gerne ein bisschen. Ja. Braucht zwar jetzt noch keine großen Werkzeuge vielleicht, aber Bitzhacker und Mattock leveln wäre nicht schlecht. Ja, da bin ich auch dafür. So, und zwar, wir haben richtig geschuftet. Also ich habe richtig geschuftet, Rorschneider hat ein bisschen geschuftet. Was? Und Brutus hat gearbeitet. So, jetzt noch erstmal mit Casing kippen hier. Also so Real Life und so, ne? Also das geht ja vor. Kann man ja nichts dagegen. Oh mein Gott, wie kannst du sowas sagen? Ja, ich weiß. So, und zwar, wir haben Rezepte angepasst, noch und nöcher. Protus, als er mitgekriegt hat, was ich alles angepasst habe, habe ich, glaube ich, 10 Minuten lang nichts mehr von ihm gehört. Ja, ich habe beschlossen, ich werde in diesem LP nur noch Terraforming machen. Ja. Weil alles andere ist mir zu schwer geworden. Seitdem haben wir beschlossen, dass wir da hinten ein paar Berge abtragen lassen. Vielleicht fängt er dann auch mal irgendwann an, Rezepte zu machen. Gut. Rezepte, um Berg abzubauen? Geil. Genau, ja.
So, wir haben jetzt schon mal 16 Aluminium. Du hast mit meinen Rezepten wird Dreck nicht einverstanden. Nein. Bei Erde nebeneinander und... Und dann ist der Berg weg? Das ist ein cooles Rezept. Und nein, es werden... Ja, okay, wobei du kannst auch eine Atombombe hinschmeißen und den Berg abtragen. Nur du craftest ja keine Atombombe. Also ist das auch schon mal weg. So. Der Gregtech-Maschinen bauen. Ja, eben. So, hast du... Ne? Achso, das Obsidian ist ja momentan beim Einschmelzen. Alumite haben wir momentan 4 Ingots, das ist wegen Eich wenig. Ja, Rohrschneider, ja. Was denn? Ich hoffe, Gregtech-Maschinen aufbauen, haben wir gehört. Ich hoffe... Ja, ja. Im nächsten Leben. Ich hoffe mal, dass du nicht vorhast, du größenwahnsicher dir einen Alumite Hammerkopf zu bauen. Nein, nein. Würde ich nie tun. Naja. Nein, ich muss gerade noch mal was gucken. Ich habe das eigentlich auch schon auf dem Sack geguckt. Ich würde vor allem im Anbetracht, dass wir irgendwann mal in den Nether gehen, würde ich den Hammer gar nicht so hochwertig machen. So, also auf jeden Fall, ich brauche eine Schaufel. Protoss braucht auch eine Schaufelkopf, ne? Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Pickaxtkopf und ja, Schaufel und Axtkopf. Okay, das heißt, wir brauchen ja für die brauche genau, ich Steuerung drücken. Flint, Schaufel, ja, brauche ich auch nochmal. Also das heißt, ich habe dreimal eine Schaufel. Dann kann ich das wegpacken. Dann brauchen wir eine Axt. Obsidian haben wir noch ein bisschen was. Du kannst noch mal ein bisschen Aluminium reinhauen. Axt habe ich eins. Brauchen wir auch drei, ne? Oder hast du... Da haben wir es doch. Genau, den bauen wir uns. Egal, wer sich gerade angesprochen fühlt, irgendeiner sollte Aluminium reinschmeißen. Aluminium, ich muss erstmal Aluminium finden. So, dann haben wir hier auch noch drei. Aluminium, ja. Wie viel brauchst du denn noch? Ja, ich möchte auf jeden Fall... Ich bin momentan dabei beim Überlegen, ob ich die Platte wenigstens aus Alumite mache. Dann müssen wir nochmal Obsidian einschmelzen. So, okay. Aber wir haben festgestellt, ich nehme jetzt mal mein schlaues Buch. Ich habe jetzt leider die Webseite nicht mehr da, wo das alles drin stand. Mhm. Nein, ich auch leider nicht. So, und ich zwar... vergessen zu speichern. Ja, und zwar, wenn man so schön hier entlang raddert, wie ich gerade, sieht man gar nichts. Und zwar, man muss sich jetzt hier, ich werde mir irgendwann auch mal eine Excel-Tabelle machen, wo ich das selber reinschreibe. Man hat jetzt hier, Holz hat eine Durability von 40, einen Modifier von 1,0, einen Mining Speed von 1,5, Mining Level von 0 und Base Attack von 0,5. Und jetzt muss man halt wissen, was man machen will. Ich möchte jetzt machen eine Axt, das heißt, ich will gehen, sie soll nicht zu lange brauchen. Sie soll einigermaßen lange halten, das heißt, wenn ich einen großen Baum umhaue, muss der Baum auch umfallen und ich nicht dreimal meine Axt bis dahin reparieren. Also Durability geht hoch. Und der Modifier ist ja das, was die Durability verdoppelt. So, das heißt, ich werde auf jeden Fall den Kopf, habe ich ja gesagt, also natürlich irgendwann, momentan hat er eine Durability von 440. Ist jetzt nicht viel. Gibt es andere Materialien. Wie zum Beispiel Slime Crystals, aber das funktioniert nicht. Das wurde, glaube ich, ausgeschalten. Piper geht auch nicht. Kobalt hat 640. Ardit hat 485. Manylium ist ein sehr gutes Material für die Durability. Ist aber sehr langsam. Haben wir irgendwo schon Rubber? Rubber Sheets haben wir hinten drin. Denn wir haben leider festgestellt, dass Tinker und Gregtech sich nicht leiden können. Der eine wie den anderen. Drin. Ich finde hier nichts mehr wieder. Hier hinten sind die Platten. Schau mal, ach, da hat unser Brotes Schildchen hingemacht für die Dummen. Reicht ja nicht. Du kannst keine Schildchen wissen. Oh mein Gott. Ich brauche ja Raw Rubber. Raw Rubber. So, wir haben auch noch ein bisschen Stahl produziert. Oh, da kann mal Kohle nachgeschmissen werden.
Jürgen, schmeißt du wegen Kohle? Ja, ich gucke nur, Kohle ist. Der Chef hat alles versteckt hier. Ja. Auf der Tür, wo du Richtung Bettchen rennst. Ah, da. Da ist Kohle. Aua. Au. Hau da mir erstmal quer durchs Gesicht. Das tut doch weh. Jeder, wie er es verdient. So, und zwar, ich mach mal 4 Stahlplatten, einen Hammer und eine Feile, denn wir haben was hinzugefügt. Und ich habe eine Empty Shape Plate. So, und können dann, wir mal eben schlafen gehen? Ja, dann geht doch. Zeig gerade was. Und zwar ein Hammer und eine Plate. Gibt das Mold Plate? Weiß ich nicht, habe ich jetzt sogar schon eins gebaut? Habe ich noch keins gebaut? Vor lauter Freude und weiß nicht, schaue ich mal. Es kann sogar sein, ja. Ich habe sogar schon eins gebaut, aber wir brauchen noch ein zweites. Also es ist nicht gerade das Dümmste, das zu machen. So, und das heißt jetzt, jetzt können wir nämlich mit dieser Platte hier. Ich klicke die mal hier unten rein. Mit dieser Platte können wir dann sozusagen auch die normalen Platten von GregTech und Konsorten auch in der Schmelze machen. Und wir haben eine kleine Ersparnis von einem halben Ingot. Weil ist ja eine gegossene Form und die braucht nicht so viel Material. Eine Metoc habe ich schon mal abgedatet. Jawohl. So, das heißt jetzt aber, wir brauchen Rubber, haben wir ja gesagt. Ja. Das heißt jetzt aber, wir haben doch da hinten eine Maschine, wo ich das da reinschmeißen kann. Richtig. So, wie viel Rubber hast du denn? So, und genau, was ich jetzt euch zeigen wollte, und zwar, wir brauchen ja diesen Tough Rod. So, wenn man jetzt dann hier sich das so unten so eingibt, mit, aber natürlich nur mit Weiler, sonst, das geht immer. Kann man dann drüber gehen, dann sieht man auch Durability Modifier 1,84, 1,5, 1,66, 2,0. Wie gesagt, merkt euch das, das ist der beste Pokefinium Tough Rod, aber für den brauchen wir nicht zu viel. Nicht zu viel, sondern dafür brauchen, das ist das Problem. Man braucht Blut, das ist kein Problem. Einfach Messer nehmen, sich in den Rohrschneider stellen. Hat man was? Richtig. Dann hat man Molten Iron und Molten Kobalt. Und Kobalt haben wir noch nicht. Hier wächst nichts. Hier wächst nichts, nee. So, das heißt, ich guck mal durch, was alles ganz gut ist. Soweit ich weiß, ist es zum Beispiel Plastik. Enderium Tough Rod. Na klar, Enderium baue ich jetzt sofort für euch. Mhm. Dann haben wir Slime Tough Rod, aber der ist leider nicht machbar. Nein. Kobalt Tough Rod ist auch nicht schlecht. Ein Adit auch nicht. Manilin ist noch besser. Aber das sind wir alles von sehr weit weg. Ah, und Pink Slime sind wir auch sehr weit weg. Wo war denn bitteschön der Plastik Tough Rod? Plastik. War das nicht mehr gräulich? Invar? Steel? Plastik Tough Rod hat eine Durability Modifier von 0,1. Okay, wo hast du denn jetzt entdeckt? Ach, da unten. Durability Modifier 0,1. Das ist aber sehr viel. Ja. Das ist ja nischt. Nischt ist das nicht. Das kann ich vergessen. Brauche ich nicht. Das heißt, ich kann mir den schon mal schenken. Zertus Quarz hat 0,8. Kann ich mir auch schenken. Ich hätte mir das dann vielleicht aber mal selber irgendwann merken sollen, als ich das jetzt gerade alles so erzählt habe. Ja. Und nicht nur einfach erzählen und wieder vergessen. Das ist ja keine Cruise Missile oder sowas. Fire and forget. Hoffe ja, dass wir den jetzt bauen können. Ich würde machen ja gern eine Plastik. Wie heißt das Ding hier? Chestplate? Nein, Plastik Guardplate.
Bronze Tafrod 1,25. Das klingt doch ganz gut. Alumite hat 1,3. Das klingt noch besser. Dann werde ich mir einen Alumite Tafrod bauen. Ja. Brauche ich auch. So, das heißt, wie viel Alumite haben wir denn noch drin? 14 Ingots, das wird knapp. So, ich brauche einmal. Geh weg. Zweimal. Das ist jetzt den für den Rohrschneider. Den Kopf legen wir mal jetzt da rein. So. Oh Gott, beim Binding, das nehme ich mal raus. Wie laut. Allemal Steve, bla bla bla, ist das viel. Dann zeig doch mal, wie man den Soundmuffler baut. Ja. Ich hab gedacht, das will Rohrschneider mal seinen Zuschauern zeigen. Ja, unser Rohrschneider hat nämlich mittlerweile auch einen eigenen Kanal. So mal so als Nebenbei-Information. Wenn ihr sehen wollt, wie er versagt, schaut bei ihm vorbei. Genau. Könnt ihr sehen, wie ich auch immer ständig alles nachgucke. Richtig. Und nicht nur ich. Das Soundmuffler. Also ich habe hier draußen nochmal Kappen angepflanzt, falls ihr Wolle braucht. Der muss bloß noch wachsen. Also ich brauche nochmal Holzbretter. So, mir reicht erstmal ein Kopf aus Eisen. Redstone. Ich glaube, ich werde hier noch ein bisschen Berg abtragen. Gut, dann habe ich das schon mal. Dann brauche ich eine Platte. Die Platte. Erst den Notenblock bauen. Ja. Die Platte, die ich jetzt auch gerne aus Alumite machen, aber danach hat Rohrschneider nichts mehr. Obsidian haben wir noch richtig viel. Eisen haben wir noch richtig viel. Und Aluminium haben wir gar nichts. Ich habe aber... Wäre auch ein Wunder, wenn uns mal das Eisen ausgehen würde. Nein, ich meine jetzt in der Schmelze. Es kann jetzt aber auch sein, dass Gregtech nett ist und den Soundmuffler über Soundmuffelt. Jetzt gar nicht zum Testen. Einfach Rubberwood nehmen und in den Äußersten schmeißen. Den Extraktor. Oh, angenehme Lautstärke. Jo, ist viel besser. Viel besser. So, das heißt, wir machen noch wegen Aluminium. Das heißt, ich mache mir jetzt auf jeden Fall doch die Platte. Aus dem schönen Material. Und aus dem Tough. Das Tough Binding mache ich mir dann. Ja, gewachsen. So, klack. Klack. Ja, also das nächste werde ich definitiv mal. Wir werden Rubberbäume züchten. Ja, da zeige ich dir das dann auch gleich den Weg. Können wir dann mal hinlaufen. So, ich habe dann fast alles. Tough Rod fehlt mir jetzt noch. Und den mache ich jetzt mal aus Eisen, weil ich möchte natürlich nicht alles für mich verbrauchen. Es gibt ja hier noch mehrere, die wo was brauchen. Und jetzt schon wieder was Bumm gemacht. Ja, habe ich auch gerade gehört. Kräftig Bumm. So, aber mit diesmal. So, das heißt, jetzt gehe ich mal an meinen Tisch hier und schauen wir mal, ob wir was Vernünftiges gebastelt haben. Ich habe hier mein Iron. Jetzt haben wir eine Binding von 200. Dann habe ich hier meine Platte. Dann habe ich hier mein Tough Rod und ich habe hier mein Tough Binding. So, und jetzt habe ich eine Picke mit einer Durability von 2250 und einen Mining Speed von 2,78 und einen Mining Level von 10. Wie gesagt, das hier ist das Wichtigste, wenn ihr zum Beispiel euch einen Hammer baut, muss das natürlich aus einem besseren Material sein, sonst könnt ihr nicht alles abbauen. So, reicht mir aber. Ich glaube, ich habe auch gerade Rohrschneider auf irgendwas hingewiesen. Ja, genau. So, dann heißt es... Nee, das habe ich schon. Ich hätte dann Mining Level Adit. So, das heißt, ich habe jetzt hier meinen den da und ich habe jetzt dann hier den da. Und dann habe ich jetzt hier den da und die Schaufel habe ich auch. So, da der Chef seine Werkzeuge fertig hat. Genau. Machst du jetzt ran. So,
Wie gesagt, das Schöne ist, hier gibt es auch, dadurch, dass wir Biome so plenty haben, ich habe jetzt nicht da draußen gestanden und 3 Milliarden Weeds gemacht, sondern ich bin hier ein wenig rumgelaufen und fand Moss Stone. In ausgiebiger Anzahl. Oh ja, ich hätte gern bitte noch ein Auto-Repair für mich. Ja, ich bin ich habe nur gerade festgestellt, dass unser lieber Rohrschneider die kompletten Slimeballs verbraucht hat. Nein. Drin. Oberste Reihe dritt. Danke. Also das heißt, wir brauchen sogar noch 2. Du kannst aber auch den Blue Slime, wie du willst, das Auto-Repair machen. Haha, vergiss es. Und da sprach das Licht. Fand es nicht. So, und dreimal Paul of Moss. So, und so zum Abschluss der ersten Folge habe ich eine Frage an euch. Vielleicht weiß das jemand. Und zwar, wir haben ja mit MindTweaker und ModTweaker uns sozusagen die Rezepte angepasst. Nur wir haben ein Problem. Jedes Mal, wenn wir auf den Server joinen, sehen wir per NEI die alten Rezepte. Erst wenn wir in den Singleplayer gehen und wieder zurück, dann sehen wir die anderen Rezepte. Ist ein wenig nervig. Wenn da jemand eine Lösung hat, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich wäre euch da sehr, sehr dankbar. Vor allem ist ja auch dann für euch von Vorteil, weil das ist zum Beispiel noch ein so ein Bug, der wo weg muss, dass wir das mal irgendwann veröffentlichen können. Ne? Nur so zur Info. Und was keine Lösung ist, falls da irgendjemand auf diese glorreiche Idee kommt, nein, wir werden die Rezepte nicht rausnehmen. Nein. Schade eigentlich. Wären wir ja in 2 Tagen durch. Ja, genau. Was? So, das heißt, jetzt werde ich meine Mattock, werde ich ein Auto-Repair drauf machen und auf meine Staufel werde ich ein Auto-Repair drauf machen. So, und dann gebe ich durch, und dann haue ich Protus in der Toolforge ist für dich dann ein Ball of Moss. Oh ja, gerne. So, aber ich werde jetzt hier mal einen Break machen für die erste Folge. Ja, ich muss jetzt die Folgen etwas kürzer halten. Denn sonst ist es zu viel mit 4 Projekten gleichzeitig. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber das macht euch sowieso nichts. Habt ihr mehr zu gucken, wenn ihr die anderen noch alle anguckt? Gut, dann hätte ich gesagt, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Wow. Bye, bye.